Wir waren bei einer Demo mit dabei. Zurzeit schaffen wir es einfach auch nicht wegen der Arbeit, weil wir wirklich extrem viel zu tun haben. Wir verladen zum Beispiel morgen noch die letzten Kartoffeln aus der alten Ernte heraus. Das ist schon schade, dass wir uns haben in diese Richtung entwickelt. Uns geht es total gut, gesellschaftlich, glaube ich. Und dann sagen viele, ja, ihr stöhnt auf einem hohen Niveau, gerade ihr Bauern. Nee, stöhnen wir nicht, sondern wir wissen eigentlich schon, dass es viel besser und anders laufen könnte. Viele wissen sich auch einfach, glaube ich, nicht mehr zu helfen, außer ihren Protest in dieser Form dann zum Schluss zu zeigen und Parallelen zu ziehen, weil die Landwirte eigentlich ein total freiheitsliebende Menschen sind. Ja? Sie entscheiden das, sie leben mit der Natur. Es wird bald Frühling, so wie heute, wunderbares Wetter, die Vögel zwitschern. Bei vielen Bauern kribbelt das schon in die Hände, die würden am liebsten schon ihre Felder bestellen, was natürlich noch viel zu zeitig ist, aber das sind so, da setzen sich in den Menschen, in Typen, Männlein wie Weiblein, Prozesse in Gang, die einfach was mit freiheitlichem Denken, Arbeiten, Entscheiden zu tun haben. Und das ist komplett genommen in der Landwirtschaft. Wenn ich könnte hier den ganzen Tag und zwei Tage drüber reden, wenn ich euch erzähle, wie viele Anträge wir ausfüllen müssen für irgendwelche Programme, wo wir irgendwelches Geld bekommen, was wir brauchen, um überhaupt die Betriebe am Laufen zu halten. Und da ist dieser Agrardieselantrag beim Zoll so viel von der gesamten Masse. So viel nur. Und auch dieses Prozedere des Agrardieselantrags, ja, wir zahlen, und ich glaube, das wissen auch die wenigsten, wenn ich hier heute früh war, der Dieseltanker da von dem vor Ort da, wo ich meinen Diesel kaufe, macht mir da 2000 Liter rein, ich bezahle meine Rechnung und ungefähr 14 Monate später kann ich diesen Antrag erst stellen. Ich finanziere dem Staat seine Steuern auf den Agrardiesel 14 Monate vor. Und weil ich 90% vom Diesel auf meinem Feld verbrenne, auf den Wiesen, wenn ich meine Tiere füttere, wenn ich pflüge, wenn ich grubbere, wenn ich mähe, wenn ich presse, hat der Staat mal irgendwann gesagt, okay, dafür soll er eine Rückerstattung kriegen, weil er benutzt ja nicht die Straße, da wird ja nicht, ne, Infrastruktur zerstört und. Ja, und das hat man vergessen. Und jetzt sagt man, jetzt wollen wir davon die Steuern wieder haben. Also sozusagen, ich gebe dem Staat ein zinsloses Darlehen und jetzt erinnert er sich nicht mehr daran, was er mal versprochen hat, zu sagen, ich erstatte das zurück. Weil, jetzt kommen wir ja dazu, das Geld ja vom Diesel, die Steuern, die wir da zahlen und die natürlich auch der Handwerker zahlt und auch der Privatmann, der zur Arbeit fährt, nicht mehr in die Infrastruktur gesteckt werden, sie werden zweckentfremdet. Man stopft irgendwelche Haushaltslöcher, man gibt Geld sonst wohin. Es gibt auch keine, mit Typen meine ich jetzt nicht nur Männer, sondern auch Frauen mit Charisma, die da stehen und die wirklich sagen, ich entscheide das und dahinter stehe ich auch. Und wenn das nicht funktioniert, ja gut, dann ist es eben blöd gelaufen, Kopf hoch, dann muss man sagen, ey, das war Mist, Leute. Ja, es war eine Fehlentscheidung, wir müssen jetzt einen anderen Weg gehen und ich gehe den mit euch, ich gehe voran, ich zeige euch das und wir machen das. Alles, was man bis heute gesagt hat, über 30 Jahre, und ich kann nur die 30 Jahre sehen, weil davor das Landwirtschaftssystem, naja, das war anders, aber es war eigentlich auch eine Katastrophe, hat ja zu dem geführt, was wir sind. Die Betriebe werden immer größer und dann sagt man, ja, wir wollen diese kleinen Strukturen und wir wollen das überschaubar regionale. Nein, so wie es jetzt läuft, macht man das alles platt. Das wird, und das, ich sage mittlerweile, es wird auch bewusst platt gemacht, weil man dann im Hinterkopf nur diesen globalen Handel hat, die Welthandelsabkommen, weil man sagt, wir brauchen mehr Kapital, wir müssen mehr Kohle umfließen lassen, wir brauchen mehr Gewinne. Ich zahle jetzt mittlerweile nur für den Wasser- und Bodenverband, ohne Grundsteuern. Und die Prämie, die ich kriege, davon gebe ich 30% gleich ab wieder. Ich zahle hier über 5.000 Euro Wasser- und Bodenverbandsbeiträge. Nur für die Wiesen hier unten. Ja? So, und das ist so, diese Prämien pro Hektar führt nur dazu, zu einer ständigen Spirale, Kostenspirale, die sich immer weiter, immer höher und immer schneller dreht und wo nachher die Betriebe gar nicht mehr mithalten können. Und dann machen die Betriebe eins, sozusagen, ne? Sie reduzieren sich, sie werden dann intensiver auf einer kleineren Fläche oder machen andere Sachen, um da irgendwie noch durchzukommen. Und dann verlieren sie Lust und sagen irgendwann, du, dann verkaufe ich den Laden
Und dann nimmst du an der nächstgrößere. Es geht ja nicht verloren. Das heißt, der nächstgrößere wird noch größer. Und das ist so eine Entwicklung, die wir 30 Jahre durch haben. Wenn ich das sehe, was hier an Betrieben im alten Kreis Neustrelitz, gehen wir mal wirklich nach der Wende, was hier so Wiedereinrichtungspläne geschrieben hat, Neueinrichterpläne, Milchviehställe, 80 bis 120 Kühe in Familienunternehmen, die sind alle weg. Gibt es keinen mehr von. Also es gibt hier den nächstgrößeren Milchviehbetrieb sozusagen, also der richtig Kühe hält und melkt. Ja, es gibt ein paar, die machen Jungviehaufzucht zwischendrin, aber der sitzt irgendwie kurz vor Müritz und der nächste ist in Burg Stargard. Alles andere ist weggestorben. Und auch die Betriebe sind weg. Sie wurden von den Nächsten aufgenommen und es wird dann nur noch ackerbaulich bewirtschaftet. Und dadurch passiert ja auch im ländlichen Raum nichts mehr. Es gibt dann auch keinen mehr, der sich für den Konsum verantwortlich fühlt, für die Schule, für den Kindergarten, der die Kinder mal sagt, kommt mal aus der Schule, kommt mal hier auf mir auf den Hof, guckt euch das an, komm, wir machen mal hier so einen Praxistag. Das fällt dadurch alles weg. Und wie gesagt, und das ist politisch eingeleitet durch Fehler. Und solange sich diese Fehler auch öffentlich keiner eingesteht und sagt, das sind wirklich von uns verschuldete Sachen, die wir wirklich auch rückabwickeln, solange wird sich da nichts ändern. Und zurzeit ist es ja eher noch so, dass man sagt, ja, das kommt ja aus der EU. Naja, aber wer sitzt denn in der EU? Meine Frau von der Leyen war vorher ist in der CDU und war vorher Bundesministerin. Wer sitzt von der SPD da? Wer sitzt von den Grünen da? Wer sitzt von da und da da? Und demzufolge, man kann die Schuld nicht auf Europa schieben. Vor seiner eigenen Haustür muss gekehrt werden. Und nur wenn man dann kehrt und das vor Vordermann hat, nur dann kann man an die anderen rantreten und kann sagen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, wir wollen uns voranbringen, wir wollen nach vorne schauen und uns entwickeln, ganzheitlich als Gesellschaft. Und nur dann kann es was werden. Und nur wenn wir alle mitnehmen, dann wird es was. So eine Diskussion von wegen, ich muss denen da 2 Monate Bürgergeld streichen oder ich muss da mehr Steuern von denen nehmen, die bringen uns nicht weiter. Die bringen uns nicht weiter, in keinster Weise. Wir werden alle immer weiter Egoisten und nehmen uns zurück und jeder entscheidet nur noch für sich selbst. Und dann kommt das bei raus, was jetzt ist. Ja, dass eben halt Gruppen, Einzelne losgehen, dass man halt dann auch verbaler wird, ne? Nicht mehr miteinander kommuniziert, sondern mehr beschimpft. Das sind ja alles Reaktionen von Menschen. Sie werden auch so nicht gehört. Was sollen sie denn machen? Sollen sie morgen sagen, wir liefern keine Lebensmittel mehr? Dann kommen die Lebensmittel, die Edeka, Aldi, Rewe, wer auch immer, übermorgen im Supermarkt hat, aus Italien oder aus Spanien oder aus Nordafrika oder aus China. Das ist zurzeit eine Möglichkeit, seinen Protest zu zeigen, ja. Aber ich könnte jetzt wieder von vorne anfangen, es wird das Problem nicht lösen. Und selbst wenn wir jetzt wenn jetzt irgendeiner sagt, dann gib ihm doch dieses Geld denn da wieder und dann nehmen wir es woanders weg. Ist es so, es wird da aus der Hosentasche rausgenommen, da reingesteckt und da wieder rausgenommen und da reingesteckt und so wandert das ständig rum und der Protest. Ja, was sollen sie sonst machen? Sollen sie sich auf ihr Feld stellen und schreien, Hilfe oder Aua oder was? Es ist doch, sie haben ja keine Chance an. Eine andere Chance haben sie zurzeit nicht, außer ihrem Protest der Öffentlichkeit zu zeigen. Und es ist mehr als dieses, nee, es ist nicht nur mehr, es ist alles außer Agrardiesel. Es ist alles, es ist alles. Und wenn du kannst zu irgendeiner Werkstatt gehen, kannst mit dem Meister oder Lehrling oder reden, der sagt dir genau das Gleiche, wie einer, der hier unten an die Eierkiste kommt und sagt, ey, das geht doch alles so gar nicht mehr. Wie geht's weiter? Es geht weiter. Das Leben geht immer weiter. Und ich finde auch Lösungen für mich. Und ich werde auch Lösungen für meine Leute finden, sozusagen, die bei uns dicht dran sind. Und auf eins freue ich mich schon. Auf die Hofgeschichten, weil die bald losgehen. Und dann können wir ja genau darüber berichten, zeigen und vielleicht jeder, und wir müssen, jeder muss für sich Lösungen finden. Jeder muss sagen, das ist mein Weg, das ist mein Risiko, das ist mein Erfolg. Ich will was erreichen. Ich will stark sein. Ich möchte das und das mit meinen Kollegen machen. Und wenn wir das alle machen, dann sind wir schon ein ganzes Stückchen weiter. Frieda, Hofgeschichten, das Sprachrohr zur Welt.